Hast du das Gefühl, du müsstest deinen Glauben immer wieder neu aufbauen? In einer Situation wuchs dein Glaube und Vertrauen zu Gott, und in der nächsten Situation war genau dieser Glaube und dieses Vertrauen nicht da. Wie kann das sein, dass der Glaube so klein werden kann? Der Glaube war doch mal so groß. Es schien so, als ob nichts auf dieser Welt meinen Glauben zerstören könnte. Egal wie groß die Versuchung ist, nichts bringt mich zu Fall. Bei so einer Sicherheit muss sich der Teufel denken, dann wurdest du noch nicht wirklich auf die Probe gestellt. Liebe Geschwister, dieser eine Moment wird immer kommen. Der Moment, wo der so große Glaube plötzlich so klein ist. Man betet zu Gott, dass der Glaube weiter wächst. Man betet, dass das Vertrauen zu Gott in einer unbekannten Situation da ist. Dass das Vertrauen immer größer wird. Aber in Wirklichkeit, tief in einem drin, wenn die Situation und die Sorgen da sind, will man von Gott eine Bestätigung haben. Eine Bestätigung, dass diese Situation gut verläuft, anstatt auf ihn wirklich zu vertrauen. Man wünscht es sich, auf Gott zu vertrauen, aber wenn es darauf ankommt, wünscht man sich eher eine sichere Bestätigung, anstatt auf etwas Unkontrolliertes zu vertrauen. Ich bin vor kurzem diesen Weg gegangen. Gott hat mir gezeigt, dass ich nur auf etwas Sicherem vertraue, etwas, was ich kontrollieren kann. Aber dazu gleich mehr. Wir wollen uns die Jünger Jesu ansehen. Sie kennen das Gefühl, einen großen Glauben zu verlieren. Sehen wir uns dazu die Reaktion der Jünger bei den Speisungen der 5000 und der 4000 an. In Markus 6, Vers 37. Er aber, also Jesus, antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Jesus fordert seine Jünger auf, dem Volk Essen zu geben. Die Jünger fragen sich, wie sie das mit so wenig Geld machen sollen. Diese Jünger, die so viel von Jesus gelernt haben und so viele Wunder gesehen haben, fragen sich, wie sie dem Volk Essen geben sollen. Die Jünger vertrauen auf ihre Kraft und Fähigkeit, anstatt auf Jesus zu schauen. Nach der Speisung der 5000 geschehen viele weitere Wunder. Jesus geht auf dem Wasser, Kranke werden geheilt, Taube können wieder hören, sie hören Predigten. Dann kommt etwas, was sie schon mal erlebt haben. Jetzt haben sie wieder eine ganze Volksmenge vor sich, die essen wollen. Jesus hat Mitleid mit der Volksmenge und will sie nicht ohne Essen nach Hause schicken. Sehen wir uns die Reaktion der Jünger an, in Markus 8, Vers 4. Und seine Jünger antworteten ihm: Woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Die Jünger scheinen vergessen zu haben, wer die 5000 gespeist hat. Dieses Wunder scheinen sie vergessen zu haben. Oder ist es eher so wie bei uns? Wir wissen, was Gott in unser Leben getan hat, aber wenn es darauf ankommt, vertrauen wir nicht. Selbst wenn es eine identische Situation ist. Als man meiner Frau und mir sagte, dass es sehr schwer ist, bis fast unmöglich ist, schwanger zu werden, haben wir sehr viel gebetet. Gott hat unsere Gebete erhört. Wir sind schwanger geworden. Was für ein Wunder! Danach dachte man sich, wie wird die Schwangerschaft verlaufen? Auch dafür haben wir gebetet. Gott hat die Gebete erhört. Es war eine sehr gesegnete Schwangerschaft. Dann stand die Geburt bevor. Anstatt darauf zu vertrauen, was Gott bisher für Wunder getan hat, anstatt sich daran zu erinnern, dass wir schwanger wurden und dass die ganze Schwangerschaft gesegnet war, anstatt mein Vertrauen und Glauben darauf aufzubauen, kamen weitere Zweifel. Wie soll das werden? Wird meine Frau und das Kind die Geburt gut überstehen? Ich hoffe, dass meiner Frau nichts passiert. Man hört ja davon, dass manche Frauen sogar sterben können. Und so hatte auch ich Angst. Wir beteten für eine gesegnete Geburt. Gott erhörte diese Gebete. Die Geburt war sehr gesegnet. Nach der Geburt konnte meine Frau aus eigener Kraft aus dem Kreissaal zu Fuß gehen. Der Arzt war völlig erstaunt und sagte noch: Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die nach einer Geburt gehen kann. Gott hat mir in der Schwangerschaft und der Geburt meinen Glauben aufgezeigt. Victor, du vertraust mir nicht. Du vertraust auf die Dinge, die du kontrollierst. Aber die Schwangerschaft war und ist in meiner Kontrolle, genauso wie die Gesundheit eures Babys.
Mein Glaube war wie der der Jünger. Mal auf einem Hoch, mal auf einem Tief, wie eine Welle. Liebe Geschwister, ich will uns gemeinsam dazu ermutigen, auf den Herrn zu vertrauen. Dazu, dass unser Glaube keine Welle ist, weil dabei verliert unser Glaube eine ganze Menge an Potenzial. Wenn wir hier bei diesem Hoch ein Tief erleiden, muss unser Glaube wieder steigern und wachsen, um auf einen Hoch zu kommen. Nur leider kommt dieser Glaube wieder auf denselben Stand, wie er schon einmal war. Und in einer Welle wird unser Glaube immer wieder denselben Stand erreichen. Lass uns lieber unseren Glauben in die nächste Situation mitnehmen, anstatt dass unser Vertrauen von Situation zu Situation immer wieder neu wachsen muss. So kann unser Glaube und Vertrauen auf ein noch größeres Hoch kommen. Nur eines ist ganz wichtig, ihr Lieben. Denkt niemals, dass dieser Glaube und Vertrauen aus eigener Kraft gebaut werden kann. Dieser Glaube ist ein falscher Glaube und wird sehr schnell fallen, immer in ein größeres Tief. Lasst uns beten und auf Gott vertrauen. Er lässt unseren Glauben wachsen. Denkt an die Wunder, die Gott in euer Leben getan hat. Und vertraut, dass Gott euch nicht im Stich lässt. Vertraut auf ihn, denn Jesus sagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun.